Hallöchen, ihr Lieben, ich habe mal wieder ein neues Video für euch. Und zwar eine Handysocke mit einem Bild darauf oder eine Grafik. Ja, die Socke kann natürlich auch für ein Smartphone, iPhone, Digitalkamera, MP3-Player, was auch immer genutzt werden. Wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und wenn euch das Video gefällt, bitte Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Für diese Anleitung nutze ich Carina Glanzperle in der Farbe Rot. Und einen 3 mm Haken. Ich beginne mit einem Knoten. Dazu bilde ich einen Kreis und lege den langen Faden unter den Kreis. Und dann gehe ich mit den Fingern durch den Kreis, hole den Faden und ziehe den hoch. Bilde das Ganze hier so eine Schlaufe. Und hier stecke ich den Haken rein und ziehe das Ganze fest. Das ist mein Knoten. Nun bilde ich Luftmaschen. Dazu hole ich den Faden auf den Haken und ziehe diesen durch die Masche durch. Das Ganze nochmal. Ich hole den Faden auf den Haken, ziehe den durch die Masche durch. Wir brauchen jetzt so viele Luftmaschen, dass es den Umfang von einem Handy oder einem Smartphone ergibt. Also legt die Kette einfach um euer Gerät, damit ihr seht, ob das passt von der Öffnung her. Okay, also das ist jetzt mein Umfang für das Handy. Und jetzt schließen wir das zu einem Kreis zusammen und dabei sollte man achten, dass sich das Ganze nicht verdreht. Deswegen gehe ich jetzt entlang der Kette und drehe das alles in die gleiche Richtung. So. Jetzt füge ich das hier zusammen und jetzt gehe ich mit dem Haken in die erste Masche, die ich nach dem Knoten gebildet habe. Gehe ich jetzt hier rein und hole den langen Faden. Und jetzt bilde ich eine Kettmasche. Das heißt, ich ziehe den Faden durch beide Laschen durch. So, das war eine Kettmasche. Und nun häkel ich in festen Maschen weiter rundherum, ohne zu stoppen. Das heißt, ich gehe mit dem Haken in die nächste Masche rein, hole den Faden und ziehe den durch die Masche durch. Da habe ich zwei Laschen auf dem Haken. Ich hole den Faden nochmal und ziehe den durch die beiden Laschen durch. Das war eine feste Masche. Nochmal. Ich gehe in die nächste Masche, hole den Faden und ziehe den hier durch. Zwei Laschen auf dem Haken, hole den Faden nochmal und ziehe diesen durch diese beiden Laschen. Und das Ganze macht ihr einfach weiter im Kreis, ununterbrochen. Ihr kommt dann hier wieder an diese Stelle und könnt einfach weiter häkeln. Und das Ganze zieht sich, ja, wie eine Socke, ist ja eine Handysocke, zieht sich einfach in die Länge. Und das macht ihr so lange, wie ihr es gerne möchtet. So, jetzt will ich mein Muster in die Handysocke einhäkeln. Dazu habe ich jetzt eine andere Farbe, und zwar weiß. Ich will jetzt ein Kreuz einhäkeln, deswegen brauche ich keine Grafik, die mit einem Netz unterteilt ist. Wenn ihr sehen wollt, wie das geht, dann schaut bei meiner Mütze vorbei. Ich habe ein Video erstellt, wie man in eine Mütze eine Grafik einhäkeln kann, und dazu habe ich auch gezeigt, wie man, also ganz am Anfang glaube ich, wie man so eine Grafik mit einem Gitter unterteilt.
Ich setze euch da noch einen Link und dann könnt ihr dann gleich dazu wechseln. So, jetzt kommt erstmal die neue Farbe rein. Und zwar gehe ich jetzt hier in die nächste Masche mit dem Haken rein. Und hole hier den Faden und ziehe das Ganze hier erstmal durch. Ja. Nee. Nee, nicht den. Die Masche, die ich schon hatte. Sorry. Also die Masche, in die ich jetzt schon bereits gehäkelt habe, da ziehe ich jetzt den Faden durch. Weil ich will es da ja fixieren. Das ist ein bisschen blöd mit Häkeln. Genau, dann ziehe ich das einfach hier durch. Und verknote das Ganze. So und so. Und jetzt gehe ich mit meinem Haken wieder in die Masche rein, die ich schon hatte. Und um das Ganze zu fixieren, lege ich jetzt den roten Faden über den weißen und hole mit den weißen vor. Das hier hinten lasse ich einfach liegen. Und ich hege mit dem weißen weiter. Also meine normalen festen Maschen lege ich einfach der weißen Wolle weiter. Das wäre jetzt die zweite Masche. Dritte. Vierte. Jetzt muss ich mal überlegen. Die fünfte. Ja, das müsste hinhauen. Okay, jetzt wechsle ich wieder zu der roten. Ich hole den roten Faden wieder hier vor und häkel mit dem roten einfach weiter. Und das mache ich so lange weiter, bis ich wieder hier angekommen bin. So, ich bin jetzt hier wieder an der Stelle angelangt. Und ich häkle jetzt mein Muster weiter. Und ich wechsle jetzt einfach wieder von Rot auf Weiß. Ja, ja, mal wieder eine Mail. Mails, Mails. So, also ich nehme jetzt einfach den weißen Faden wieder. Und gehe wieder in die nächste Masche und hole den weißen Faden hier durch und häkel wieder 5 Maschen mit Weiß. 2. Und ich muss hier meinen Faden nachholen. So, und 3. Nee. Jetzt ist 3, oder? Nee, 1, 2, 3, 4. Ah ja, 5, okay. Ich kann schon nicht zählen. Ah, herrlich. So, jetzt haben wir wieder 5. Jetzt können wir wieder zu Rot wechseln. So, so, so. Ja, jetzt muss ich wieder in die rein. Aber warum?
Ach, nee, passt, dann ist das immer hier drüber und hier dann da drüber. Dann, ja, dann geht das hoch. Okay, nee, das stimmt schon. Oh, ich bin steil verwirrt hier. Das ist beim Tunesien und Häkeln ist das alles ein bisschen anders. Hat man das ja immer nur einmal. Ja, am besten gezählt immer. Ihr seht ja, ich bin ja jetzt auch gerade verwirrt gewesen. Am besten immer mitzählen. Wenn ich hier 5 gehäkelt habe, müssen es hier auch 5 werden. Also lasst euch hier von diesen Sachen hier zwischendurch nicht verwirren. Das sieht zwar vielleicht ein bisschen komisch aus, aber das passt schon. So, ich bin jetzt wieder hier angekommen und bei dem Kreuz geht das jetzt hier in die Gerade über. Ich habe den weißen Faden jetzt hier einfach mit untergehäkelt, die ganze Runde entlang. Man sieht das leider ein bisschen durch. Also wenn man dickere Wolle hat, dann sieht man das nicht. Die Wolle ist hier relativ dünn. Ich glaube, am nächsten Mal nehme ich die einfach doppelt, dann sieht man das echt nicht, weil ihr seht ja, das ist doch sehr löchrig und deswegen kann man hier durchgucken. So, und ich habe ja hier jeweils 5 Reihen gehäkelt und ich habe jetzt nochmal 5 Maschen nach da abgezählt, sodass ich hier 5 habe, da 5 und da 5. Und jetzt wechsle ich einfach zu der weißen Farbe und häkle da weiter. Und die rote nehme ich wieder mit, damit die hier dran bleibt. Und jetzt müssen wir zu den normalen 5 übergehen. Wie ihr seht, ich habe den roten einfach hier nur dran liegen und den umhäkel ich einfach. Also ich mache nichts mehr mit dem. Okay, jetzt die 5 in der Mitte. 1. Und jetzt kommen nochmal 5 für die andere Seite, für die gegenüberliegende Seite des Kreuzes. 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt wechsle ich wieder zu Rot. Oh, nicht wegrollen, Knall. Und das Weiße führe ich wieder mit, damit es auf der anderen Seite wieder rauskommt. Ja, und so weiter. Und ich häkle jetzt noch 5 Reihen von dem Ganzen hier. So, mein Kreuz ist jetzt fertig. Und das Letzte, was ich jetzt mache, ich häkle noch mit der roten Farbe eine Masche. So. Jetzt schneide ich das Weiße hier ab. Dann verknote ich das hier. Achte dabei nicht ganz zu fest zuzuziehen, aber auch nicht zu locker, sodass es dieser Masche entspricht, wie sie aussehen sollte. So. Und dann beim Weiterhäkeln mit dem roten Faden nehme ich den weißen hier einfach wieder mit. Den lege ich jetzt hier hinter.
Dann wird der weiße Faden hier mit drunter verschwinden. Und ihr müsst es nicht später irgendwie vernähen oder so. Soweit sieht's so aus. Und jetzt muss ich das auf links drehen, um die Öffnung zu schließen. Also das ist jetzt das Innere der Socke, was ihr seht. Und ich werde das Ganze jetzt mit Kettmaschen schließen. Und ich nehme immer Maschen, die sich gegenüber befinden. Also mein Haken ist jetzt noch in dieser Masche drin und in die gegenüberliegende. Und ich ziehe den Faden hier komplett durch alles durch. Und ich suche mir jetzt immer Maschen, die sich direkt gegenüber liegen. Ich nehme jetzt die nächsten hier, also diese Masche, so, jetzt habe ich den Haken, da ist noch eine Lasche von vorhin drauf, und dann ist hier noch eine Masche von der Seite und eine Masche von der Seite, und jetzt nehme ich den Faden und ziehe den hier, und ziehe den durch alles durch. Und nochmal. Der will nicht. Okay. So. Und wir machen das jetzt so weiter, bis das Ganze zu ist. So, ich bin jetzt soweit fertig. Jetzt habe ich das jetzt komplett geschlossen. Und jetzt mache ich hier noch in die Masche hier eine Kettmasche rein. Die letzte noch. Ich gehe jetzt einfach. Ich will aber zwei Laschen mitnehmen davon. Lässt du mich nicht? So, und jetzt mache ich noch die Kettmasche, schneide ich den Faden ab. Und ziehe das Ganze hier durch. Festziehen. Mit der Hand hier noch von unten, jetzt will ich den Faden noch ein bisschen befestigen, damit er auch wirklich fest bleibt. Dazu gehe ich mit dem Haken hier rein und komme hier wieder raus. Dann nehme ich mir den Faden und ziehe den einfach mal hier durch. So, und dann mache ich jetzt nochmal eine Kettmasche. Und ziehe den Faden hier durch. So. Das Ganze fest. Und dann schneide ich das noch kürzer ab. So. Das hier könnten wir eigentlich auch noch abschneiden. Muss nicht so lang sein. So. Also so sieht das aus, wenn es geschlossen ist. So, so, so. An sich wäre jetzt eure Socke fertig. Theoretisch könnt ihr hier oben zum Beispiel einen Umschlag machen. Ja, das muss nach innen.
Und so wäre die Socke jetzt eigentlich schon fertig gewesen. Du musst drin bleiben. Und ja, also das wäre jetzt eigentlich soweit fertig gewesen. Aber ich will euch noch zeigen, wie ihr den Rand nach innen umschlagen könnt und den drin vernähen oder festigen könnt, dass es zum Beispiel so bleibt. Sieht das Ganze so aus. Das zeige ich euch auch nochmal. Also ich habe jetzt, um das Ganze zu schließen, eine Wollnadel. Ihr könnt auch eine beliebige nehmen, wo das Garn hier durchpasst. Und ich habe jetzt hier ein bisschen Garn abgeschnitten. Und hier habe ich es an einer beliebigen Stelle einfach verknotet. Also kannst du mal mit den Händen einfach verknoten. Das ist jetzt unsere Seite, die wir sehen. Wir drehen jetzt das Ganze auf die andere Seite, damit wir das Innere sehen. So, jetzt ziehe ich den Faden noch durch die Nadel durch, damit wir auch nähen können. So. Und dann schlage ich den Rand so um, wie man es gerne haben möchte. So. Und achtet darauf, dass es dann beim Vernähen gleichmäßig ist, dass es dann nicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen höher ist. Sieht ein bisschen komisch aus, also der Rand, wenn ihr das jetzt hier gerade hinlegt, dann sollte der Rand möglichst gerade aussehen. Sonst sieht es dann auch ein bisschen komisch aus. Also achtet lieber nicht auf die Maschen, weil das alles ein bisschen versetzt ist beim Häkeln, sondern achtet lieber darauf, dass es gerade aussieht, weil das Innere sieht man ja später nicht. Also ist es ja gedacht. So, und jetzt nehmen wir einfach mal unsere Nadel, unseren Faden und nähen das Ganze. Und ich gehe hier in diesen Stoff rein, gehe hier drunter und komme auf der anderen Seite wieder raus. Und dann ziehe ich den Faden hier durch. Achtet darauf, dass es nicht unbedingt zu fest ist und sieht das Ganze nicht schön aus. Also ich mache das relativ locker. Und immer mal wieder schauen, ob das jetzt so okay aussieht. Und dann immer weitermachen. Also rundherum, bis wir wieder an der Stelle angekommen sind. So, ich habe das jetzt rundherum alles vernäht. Und jetzt habe ich hier, ja, das könnte man jetzt abschneiden, aber das geht jetzt auch noch so. Jetzt verknote ich das Ganze nur noch. Achtet dabei auch nicht, dass ihr das zu fest zieht und sieht das nicht so schön aus von der anderen Seite. So, beim zweiten kann man das dann wieder festziehen, weil es muss ja auch halten. So. So. Jetzt schneide ich das nur noch ab. So. Drehe ich das Ganze rum. Und sieht man hier, sieht man nämlich diese Stiche, die vom Nähen gekommen sind. Man kann das Ganze auch feiner machen, also wie man mag. Wenn jemand eine andere Art zum Nähen hat, kann man das auch gerne machen, das ist kein Problem. Ja, und eure Socke ist fertig.